So, und wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Creator Server Let's Play from the Mindtest Serie. Genau. So, wir gehen natürlich wieder als Ronix on. Ich hoffe mal, ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, ist mir das auch egal. Ist ja nicht so, als würde mich so eine Lappalien interessieren. Was ich aber mal tue, ist mal, weil man halt schon wieder ganz schön, ne, trocken ist. Oh mein Gott, Product Placement. Schmecken gut. Ja gut. Oh, guck mal, was ist schon unser Sprechen hier? Ein Tronchen hier. Bitte was? Okay, ich weiß nicht, irgendwie sieht das mit der großen Fensterfront ein bisschen kacke aus. Das ist nämlich das, wodurch es mir gerade aufgefallen ist, weil die halt ultra groß ist, die Fensterfront. Vielleicht, also der Raum kann da so hoch bleiben, damit habe ich kein Problem. Aber vielleicht sollten wir da ganz oben immer nochmal eine Steinreihe hinsetzen. Weil das sieht so irgendwie too much, das ist too much. So, haben wir dann zufälligerweise Stein dabei? Nein. Das ist traurig. Aber ich wollte eigentlich auf den Busch springen. Hat ja gut funktioniert. Sehr gut. Steine, ich komme. So, da haben wir ein paar, zum Glück. Die können eigentlich direkt mal hier bleiben, die brauchen wir nicht mehr. Was wir aber brauchen, ist auf jeden Fall normales Glas. Das werden wir wahrscheinlich auch, ja genau, auch zugeschneidet. Ich glaube, ich nehme einfach eine Säge mit. Bevor ich hier alles schon fertig zusäge und dann haben wir von allem massig. Das ist ja auch ein bisschen bekloppt. Ich klaue mir einfach mal eine Säge, stell die im Hotel auf und dann haben wir da schon mal. Ja, dann haben wir. Da brauchen wir nicht immer hin und her rennen, nur um irgendwelche Sachen zurecht zu sägen. Das macht ja auch keinen Sinn. So, die stellen wir hier schön zentral. Bam. Da können wir nämlich direkt das Glas schon mal rausnehmen. Aber erstmal mache ich hier ein Zimmer. Nein, das war's nicht. Genau das hier. So, Steine. Danke. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, viel besser. Also das sieht doch bei weitem viel besser aus. Als eine riesige Glasfront. Ich meine, so sieht gar nicht mal so schlimm aus, weil hier die Lücke quasi ein bisschen auflockert. Aber wenn halt alles Glas ist, sieht halt einfach too much aus. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal eine wunderschöne. Halt, nein. Achso, mach ich erstmal. Ach komm. Erst Stein, damit ich gegen das Stein dann das Glas setzen kann. So und so. Und dann jetzt von innen die Türen. Tada! Ist er das nicht genial? Oh, da habe ich die Tür offen gelassen. So. Sehr schön. Sehr schön. Isos genialos avantus fromindus. Wisst ihr was? Eigentlich könnten wir hier die Decke. Ha, ich bin gerade am Überlegen. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Scheiße. Wait a second. Mese. Ach komm. So. Das hier sind diese Leuchtlampen. Die man mit Mesekon zum Leuchten bringen kann.
Die Frage ist, die kann man garantiert nicht zusägen, ne? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Schade. Sonst hätte ich nämlich das anders gemacht. Dann hätte ich nämlich hier nicht auf dem Boden einen Teppich draufgelegt. Also dann hätte quasi hier unten das so als Tapete von unten quasi gemacht. Also quasi diese Steinplatten dünn zugesägt und dann hier unten dran gesetzt. Andererseits, ganz ehrlich, ich bin gerade am Überlegen. Wait a second. Wir können es auch ganz anders machen. Oder? Ich bin gerade am Überlegen, weil die Räume sind ja theoretisch ein zu hoch. Das heißt, wir könnten durchaus hier nochmal eine Steinziegel, also ne, einen Block zwischensetzen. Dann hätten wir quasi eine 3-Block dicke Wandmauer, Gerüst. Weil wir haben hier die Ebene mit dem Holz. Dann haben wir von unten die Steinebene. Und dann kann noch eine Steinebene da drunter kommen. Und dann kann nämlich in die Mitte, also da wo jetzt der Stein ist, kann dann stattdessen Mesekon hingesetzt werden. Da hätten wir nur noch das Problem in den Wänden mit den Schaltern denn. Der Vorteil ist, die Decke kommt weiter runter. Dann wirkt der Raum nicht mehr so riesig groß. Nachteil ist aber. Nö, es gibt gar keine Nachteile. Nö, ist eigentlich so sogar relativ gut. Überlegen. Scheiß die Wand an, fick die Henne. Mach die Oma tot. Wir machen das so. Wir werden halt massig Stein verbrauchen dafür. Das ist so traurig. Ich mach mal das primär erstmal bei dem einen Raum. Wir fangen mal oben an. Because oben haben wir sowieso schon angefangen mit den Dingern, mit den Fenstern. Ach komm. Ich mach erstmal die Fenster, die Dinger hier, diese Glasdinger da. Bevor wir jetzt die 20 Sachen auf einmal machen. So, die beiden Räume sind fertig. Dann kommt jetzt der Raum. So. Hat ja gut funktioniert. Okay. So, dann haben wir schon mal die drei Räume fertig. Mann, ich wollte über diesen Tisch drüber springen. Oder so drauf springen. So richtig geil athletisch. Hat er gut funktioniert. Okay, so jetzt müssen wir hier wieder erstmal so eine Glasscheibe platzieren. Das heißt einmal dagegen. Upp, und wieder kopieren. Beziehungsweise nein, machen wir ja später. Ich mache erstmal auf der Seite die unteren Räume. Weil hier haben wir ja schon entsprechend richtig kopiert. Kann ich das jetzt hier einfach 1:1 ersetzen? Was? Mein Glas ist schon alle? Scheiße, verbrauchen wir viel. Ich probiere mal. Schade, geht nicht. Ich dachte, ich kann das Spiel überlisten. Okay. Dann, ja, her damit. Komm, auf die 5 geschissen. Wo waren wir jetzt? Waren wir hier? Nein. So, und oben weg. Ja. Hat gut funktioniert. Echt bezaubernd. So, dran. Und der nächste Raum.
Dauert ja zum Glück nicht so lange. Also dieses Replacement-Tool ist halt schon echt fett Kanone. Ist schon echt geil. Und ja, ich weiß, hier unten könnte ich eigentlich die Fenster drinnen lassen. Aber ganz ehrlich, ich habe das oben mit dem reingerückt. Das mache ich hier unten auch so, ganz ehrlich. Bei meinem anderen Hotel, der hatte die unterste Etage auch noch so eine Vorgärten. Das heißt, auch die unterste Etage hat so eine Tür. Hä? Ups, hier habe ich eine Steinreihe zu viel. Warum sagt mir das denn keiner? Habe ich das überall so? Nee, ne? Nö, hier ist alles korrekt. Okay. Dann ist mir das nur bisher in dem einen Raum so passiert. Na gut. Gut zu wissen. So. So. Perfekt. So, und jetzt kommt ihr an die andere Seite ran. Ach, Herr Minäschen. Immer diese Verbesserungsarbeiten hier. So, einmal dich kopieren. Da kannst du wieder abgebaut werden. Und jetzt hier einmal alles ersetzen. Erstmal mache ich die Steine. Und jetzt kommt alles andere. So, und die Türen. Sehr schön. Geht doch relativ ratzfatz, wenn man einmal, ne, wenn man einmal drin ist in dem Flow, dann geht das voll easy. Auch das Hotel wird wunderschön. Und die Sachen, die wir verbauen, sind ja zum Glück auch alle nicht so teuer. Die Idee mit, dass jeder Raum Computer kommt, dass jeder Raum ein Bic, dass jeder Raum einen Computer bekommt. Die Idee habe ich ja zum Glück verworfen, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Weil, ne, wenn Touristen oder so halt hier halt einziehen, dann bringen die halt ihre eigenen Laptops mit. Ich habe noch nie ein Hotel gesehen, also ich war ja noch nie im Hotel, aber ich wüsste auch nicht, dass Hotels irgendwelche Standard-PCs anbieten. Also wenn, dann vielleicht als exklusives Feature, aber jetzt nicht Standard. Von daher brauchen wir sowas auch nicht. Und ja. Das ist ja quasi das Einzige, was wirklich in dem Sinne teuer ist. Weil alles andere ist halt Betten und Tische. Da brauchst du halt Holz und Wolle und sowas alles. Und das ist nicht die Rede. Also... Da macht sich das hoffentlich kein Töschen oder sowas. Und wenn doch, Pech. Wenn jemand so eine persönlichen Präferenzen hat, muss er damit leben. So. Yay. Vielleicht haben wir alle Räume gemacht. Geschafft. Ich feiere immer noch dieses Geräusch, was da mal kommt. Das erinnert mich immer irgendwie total an diese, wie gesagt, diese ganz billigen Horrorspiele. Diese typischen Indie-Games. 1:1 gleiche Zaunkulisse. Nein, schon wieder leer. Alter, wie viel Glas verbrauchen wir denn bitte? Da kriegst du ja die Henne. Gott, ey. Brauchen wir doch noch viel mehr Glas, als ich dachte. Na, schon ist das Glas fast leer. Das ist ein Verbrauch, Alter. Leute. Weil er dürfte jetzt auch das letzte Mal gewesen sein. Das sollte jetzt fast reichen. Aber trotzdem. Ist doch nicht mehr normal. Tja, und was ich mit diesen ganzen anderen schwarzen Glasplatten... Also... Die wir jetzt quasi überall freigeben,
Was ich mit denen mache, die waren ja quasi komplett umsonst. Ich glaube, da stelle ich irgendwann mal an Spawn so eine Kiste, wo ich einfach alle rein tue. Und wer sie haben möchte, kann sie haben. Spaß. Mache ich natürlich nicht. Weil da kommt der erstbeste Spieler, nimmt die alle raus und klatscht irgendwo in der Welt hin. Und findet das ästhetisch und schön und so. Ja, deswegen nein. Ich schmeiße einfach alle weg. Alle wegschmeißen. Ist eine Wegwerfgesellschaft. Das haben die so gewollt. Sie hätten mir auch Bescheid sagen können, dass ich einfach dumm bin. Das gute Recht dazu haben die ja. So, das ist wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich fertig. Holy shit. Fertig. Tralalala. Jutchen, haben wir jetzt also alle Fenster geupdatet? Sehr schön. So. Ja, sehr schön. Gut. Jetzt die nächste Überlegung mit dem Mesocon. Das wird wahrscheinlich eine etwas kackrigere Aktion. Vor allem brauche ich halt auch wieder extrem viel Stein für. Und die gesamte Steinschicht hier in der Mitte, also die wir halt reingezogen haben, die ist komplett umsonst. Ich hasse sowas. Warum verschwende ich immer so viele Materialien? Na gut, ich würde mal sagen, wir bringen erstmal hier unsere Sachen weg. Hier das ganze Glasgedöns. Oder wir machen vorher noch die Glasfront hier vorne. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also insgesamt 36. Ja. Perfekt, Ronny. Perfekt. So, 36 brauchen wir für oben. Ja, danke. Hoha, wir sind voll. Scheiß die Wand an. So. Nein, da. Ach, ich lasse das mal da drin. Halt, wir müssen hier oben bleiben. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Achso. Sah gerade aus wie dieser Block, wenn, ne, dieser anderen Block. Wenn irgendwas ist, was nicht mehr existiert oder sowas. So, du kommst daran. Dann wirst du einmal kopiert. Und jetzt. Euch alle. Tada! Sieht doch schon viel besser aus. Wie eine richtig schöne Glasfensterscheibe. So, und unten. Ja, ist die Frage: Machen wir das jetzt mit weißem Glas oder mit doch lieber mit schwarzem Glas? That is a good question. Ich glaube fast, wir lassen es mit weißem Glas. Und wir machen hier auch bloß eine Zweiertür rein. Okay, das heißt, das ganze Glas ist auch wieder verschwendet. Ja, schade dafür. Schade dafür, klar. Achso, siehst du, wir können gleich mal gucken, wie viel wir noch zusätzlich brauchen.
Also hier kommt noch eine rein. Da, da, da. Also 1, 2, 3, 4 und das mal 2. Cool, das heißt, wir brauchen das, was wir jetzt gerade abbauen, plus 8 weitere. So, abgebaut haben wir 38. Das heißt, wir brauchen insgesamt 46 Glasscheiben. Danke. Ach, bleibt schon wieder 6 übrig. Egal. So, perfekt. Das müsste ich eigentlich 1-1 einfügen können, oder? Ja. Ach Gott, jetzt ist das ja mal hier ganz schön gefummelt. Ah. Gott, warum so hoch? Ich hasse euch alle so sehr. So. Ja? Sieht doch gut aus. Oh, komm. Da. Perfekt. Jetzt fehlen bloß noch die Türen. Und dann... Achso, wir brauchen ja 2. So. So. Ja. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir es doch lieber mit dem schwarzen Glas machen sollten. Hey, komm. Wir lassen es mit dem weißen Glas. So, und hier müssen wir später überlegen, ob wir da auch noch wieder, wie gesagt, eine Glas, eine Trennebene mit Türen und so dazwischen ziehen. Oder ob wir das tatsächlich einfach auflassen. Aber das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Ich würde mal sagen. Blödes Kabel hier. Wir machen erstmal Schaum mit V und so. Bis dann.